So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr seht, die Meute ist immer noch hinter uns, denn wir sind gerade fertig mit dem Panflam Sea Day. Und den Panflam Sea Day seht ihr morgen. Wir wollen aber ganz exklusiv nach dem Sea Day jetzt losgehen, denn Smogmog in der Galler Variante ist natürlich jetzt im Spiel. Es ist momentan eine Raid-Stunde aktiv. Ihr seht das hier in der Nearby. 15 Raids gerade. Da seht ihr auch den Schatten. Überall ist Galar Smogmog an den Arenen. Wir laufen jetzt zur Brücke der Technik, weil das die X-Raid-Arena ist. Dort werden wir einen Galar Smogmog Raid machen. Einer reicht mir eigentlich. Ich brauche nur den Eintrag. Und ja, so richtig damit machen tut man sicherlich eh nichts. Wir machen also den Schatten weg, laufen hier runter, melden uns, kriegen vielleicht noch eine X-Raid-Einladung durch den Raid, gucken mal, wie das aussieht, wie stark das ist, was das kann und wer natürlich Gutes bekommt. Da weiß ich die Werte auch nicht. Unten ist das Ziel, wir laufen los und sehen uns unten an der Brücke der Technik. So, wir sind also angekommen an der Brücke, ne? Wir gucken jetzt mal hier, ihr seht, wie schon der Rauch aus dem Schornstein da rumfliegt. Das ist eigentlich richtig genial vom Design, ist auf jeden Fall mal was anderes. Guckt euch das an. Und der grüne Schaum am Mund. 12 Leute sind drin, wir drehen auch mal die Arena. Brücke der Technik, X-Raid Arena, wisst ihr Bescheid, Smogmog 15. Schnell rein aber jetzt, bevor der Platz weg ist. Noch 69 Sekunden. Ich glaube, da brauchen wir auch nichts auswählen. Es haut mir einfach lauter Metagross rein. Nimmt also Stahl gegen Fee. Stahl gegen Fee. Ist das effektiv? Wir wissen es nicht. Gucken einfach, was passiert. Sind jetzt alle drin? Wenn einer nicht drin ist, oh, der Lift abbrennt. Grüße gehen raus an Flo, der ist nämlich auch am Start. Richtig genial, Level 37. Schade, dass der nicht da ist. Den würde ich noch gerne auch mal wieder hier sehen. Annika auch am Start. Grüße gehen raus an Flo und Annika natürlich. Können wir mal kurz hier durchschauen. Die Blechgoldsau ist auch drin. Da freue ich mich hier mal am meisten. Weiß nicht, ob ich euch jetzt irgendwo hinstelle oder auch nicht. Da oben drauf, da hinten drauf, da drüben drauf. Aufs Auto am besten. Na, das ist zu hoch. Da muss ich es hier drauf packen. Jetzt vielleicht noch unten. Da stehen die Leute da rum. Man sieht eh nichts, weil das Pokémon-Bild verdeckt ja dann alles. Ja, aber das ist doch schön. Ich bin ausgeflogen! Probier doch mal, ob du reinkommst. Ja, wenn nicht, müssen wir halt noch mal raus. Och, nee. Ich hab noch 10%. Genau, ich auch. Sieht doch gut aus. Ja, ist ja noch in der Lobby. Ich hab nur noch 2%. Ich noch 9. Ich bin doch nicht noch mal raus. Jetzt, jetzt warte bis... ich weiß nicht. Da ist auch nichts zu machen. Die Blechgoldsau ist rausgeflogen, ist wieder drin, aber es tut sich nichts. Egal, wir gucken mal. Es ist nämlich schon tot, jetzt wissen wir nicht, ob er auf der Strecke geblieben ist oder nicht. 136 Sekunden übrig auf jeden Fall. Ging Radfratz, Ratzfratz, Rad, was? Ging auf jeden Fall radikal, Bruder. Du hast gewonnen. Freundschaftsaufstiege. Frank ist auch aufgestellt. Seit wann habe ich den denn drin? Das wusste ich gar nicht. Gut. Muss ich letztens angenommen haben wahrscheinlich. 5000 Erfahrungspunkte, 15 Bälle. Jetzt wollen wir das mal fangen. Guckt euch das an, wie genial das aussieht. 12,86. Hat jemand mehr als 12,86? Ich habe 12,89. 96. Was? 13? 12,89. 13,3? 13,2? Jemand mehr als 13,2? Ja. 13,2 wohl das höchste momentan. Bestimmt gleich ein 100er. Zack. Wir gucken mal, wir machen mal den Fangdreh und lassen uns ein bisschen Zeit. Wir curven, werfen daneben. So muss es sein. Saustark. 96er beim Pupsi. Richtig genial. Erster Ball drin. So muss es sein. Das müsst ihr so mitnehmen. Klasse. Smogmog wurde gefangen. Wird natürlich nicht als neuer Pokédex-Eintrag angezeigt. Ist ja nur eine andere Variante. Aber sieht schon lustig aus auf jeden Fall. Also bei mir schon, guck. Ja, weil der wahrscheinlich noch nicht die Weiterentwicklung vom ja. Smogon hat. So. So, habt ihr auch einen
Gala Smogmog heute gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Und natürlich, wie gut war eures? Habt ihr eins, was besser als 96 ist? Wenn nicht, dann ist das fetteste heute gewesen. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob der Rest vielleicht noch ein zweites macht oder ein drittes. Wir gehen auf jeden Fall jetzt heim. Es ist nämlich kalt total. Wir müssen essen, wir müssen nach dem Adi gucken. Der ist bestimmt traurig, dass wir den ganzen Tag unterwegs waren. Und das Video lade ich heute auf jeden Fall noch hoch. C-Day gibt es dann morgen zu sehen, den schneide ich morgen tagsüber. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, war ziemlich laut, chaotisch. Und natürlich, wie der Fischi aufs Maul geflogen ist, das werde ich niemals vergessen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Romsus.